Warum ölt mein Turbolader? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Eine sehr häufige Zuschauerfrage war unter anderem, warum ölt denn mein Turbolader? Hat doch bis zum Schluss noch funktioniert oder funktioniert aktuell immer noch. Aber ich habe Öl im DPF oder im Cut oder hinten am Auspuff oder am Verdichterausgang oder im Ladeluftkühler. Ich sag mal, es ist nicht verkehrt, dann auch zuerst mal die Kurbelgehäuselüftung zu überprüfen und zu schauen, ob es da vielleicht Probleme gibt. Nehmen wir mal an, am Ende wird dann wirklich festgestellt, es ist der Lader. Und wir machen jetzt erstmal die klassische Variante. Der Lader hat schon, ja, ich sag mal, mindestens 100.000, wenn nicht 150, 180, 200.000 Kilometer gesehen. Und dann wird eben festgestellt, da ist Öl im Lader. Oder beziehungsweise im Abgasstrang oder im Ladedruckstrang oder Ladedrucksystem. Warum ist das so? Relativ einfach, und zwar, das ist jetzt ein kugelgelagerter Turbolader, aber auch hier kann ich das zeigen. Hier kommt ja das Öl rein, ja, und hier kommt es raus und versorgt sozusagen hier diese Buchse hier innen drin. Da ist eine Ölbohrung und eine Ölgasse und die versorgt sozusagen, während die Welle sich dreht, mit Öldruck und Schmierung. Und hier am Ende seht ihr, ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen, zwei, ja, so schwarze Dichtungen, die auf der Welle, guck mal, ich drehe mal die Welle, dann seht ihr, diese Dichtungen drehen sich mit. Das sind die sogenannten Kolbenringe, hier in doppelter Ausführung. Und was machen die? Genau, richtig, ihr seht ja, hier ist Öl, hier ist Öl, hier kommt auch Öl rein. Und das Öl würde ja sonst hier am Hitzeschild vorbeilaufen und direkt in den Abgasstrang, wenn diese Ringe da gar nicht wären. Aber, wie ihr schon hört, das Wort Ringe kennt man auch von Kolbenringe, deshalb heißen die auch so, verschleißen mit der Zeit. Dann gibt es aber auch Phänomene wie Mangelschmierung, also zu wenig Öl kommt an, der Bereich hier läuft zu heiß. Das heißt, die, ja, soll ich sagen, schrumpfen dann zu schnell oder verschleißen zu schnell. Oder auch, dass eventuell, ja, euer Abgasgegendruck so hoch ist, dass die Kolbenringe, die laufen ja auch in der Nut hier, so, ich sag mal, so gedrückt werden, dass dann auch der Verschleiß höher ist. Das heißt, das gibt es auch verdichterseitig, lässt sich hier jetzt aber gerade schwer zeigen. Bei einem gleitgelagerten Lader wäre es einfacher. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier zwei Kolbenringe und ihr habt hier zwei Kolbenringe. So, jetzt sind die undicht. Was passiert? Das Öl kommt hier natürlich mit einem gewissen Druck rein und läuft dann natürlich immer noch durch die Ölgasse. Aber eben auch dann hier zu den Kolbenringen und dann hier vorbei. Und dadurch habt ihr dann sozusagen eine ölende Abgasseite oder ein ölendes Verdichtergehäuse oder Öl im Ladedrucksystem oder Öl im Abgassystem. Das heißt Verschleißerscheinung oder erhöhte Verschleißerscheinung aufgrund von Mangelschmierung oder auch, ja, einem zugesetzten DPF oder Cut oder wie auch immer. Oder auch, was auch passieren kann, wenn dauerhaft zu viel Drehzahl gefahren wird, ja, das heißt, wenn das thermisch hier extrem beansprucht wird, dann reicht sozusagen diese Wasser- und Ölkühlung natürlich auch nicht mehr aus. Und dann passiert natürlich Folgendes, das verschleißt hier alles viel, viel schneller. Das ist das erste Phänomen, wenn wir davon ausgehen, wir haben jetzt einen gebrauchten Lader, der schon ein paar Kilometer auf der Uhr hat und wir haben auf einmal Öl im System. Dann gibt es aber noch andere Phänomene, und da gehen wir mal auf ein relativ spezielles ein, und zwar, wir bauen einen Neulader ein, genau den gleichen, und schmeißen das Auto an und stellen fest, schon nach, weiß ich nicht, einer Minute, also irgendwie riecht es hier nach Öl und am Verdichtergehäuse, am Ladedruckschlauch ist auch schon ein Tropfen, und das kann ja gar nicht sein, war doch alles neu und sauber, und schrauben dann Verdichtergehäuse zum Beispiel hier den Ansaugschlauch ab und stellen fest, hier drin ist Öl. Obwohl unsere Kurbelgehäuselüftung in Ordnung ist und Ladedrucksystem ist auch trocken. Was ist die Ursache? Entweder der Ölrücklauf ist zugesetzt mit Ölverkokungen und es reicht sozusagen der Durchmesser nicht mehr aus, um das Öl rechtzeitig aus der Lagerung rauszufördern. Ja, kommt ja hier rein und hier raus. Das heißt, das staut sich hier, drückt sich hier hoch. Und ihr werdet jetzt lachen, das hat nichts mit dem Verschleiß zu tun. Also ihr habt dann, wenn das Öl hier nicht mehr weg kann,
Dann ist hier so viel Druck da, dass das Öl an den Kolbenringen vorbeigedrückt wird. Eure Kolbenringe sind nicht kaputt davon oder die sind auch dann nicht kaputt, sondern das wird einfach vorbeigedrückt. Weil ihr müsst euch vorstellen, hier herrschen 3 bis 5 Bar Öldruck. Ihr könnt ja mal versuchen, einen 3 Bar Wasserschlauch zuzuhalten mit der Hand. Das ist schmerzhaft. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Leitung, nicht nur die Ölzulaufleitung, sondern auch die Ölrücklaufleitung immer neu macht, wenn man seinen Turbolader austauscht. Egal, ob er revidiert ist oder ob er ganz neu ist. Und vielleicht war sogar das die Ursache, warum euer alter Turbolader geölt hat und ihr ihn auf Verdacht getauscht habt und dachtet, der ist kaputt. Wir haben öfter mal den Fall, dass der Turboservice feststellt, in Lagerung ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist auch der Grund, warum wir euch bitten, wenn ihr zu uns einen Turbolader einschickt zur Überprüfung, immer die Ölrücklaufleitung und die Ölzulaufleitung mitschicken, damit wir das auch mal mit überprüfen können. Ist keine Pflicht, hilft uns aber mehr bei der Diagnose, um den Fehler einzugrenzen. Auch ein häufiges Beispiel, was manche Instandsetzer leider nicht ganz beachten. Wenn ihr nämlich so einen Turbolader hier anschaut, dann seht ihr, ihr habt ja hier das Mittelteil, die sogenannte Rumpfgruppe oder das Lagergehäuse. Dann habt ihr hier den Verdichterteil und hier habt ihr den Abgasteil. Und die sind zueinander ausgerichtet, weil unter anderem hier ist ja auch ein internes Wastegate dran. Das muss ja alles zueinander passen. Und dann wird hier vergessen, sogenannte Markierungen zu setzen, genauso wie hier, die als Orientierung dienen, dass beim Einbau wieder alles genauso ausgerichtet ist wie in der Serie. Und was passiert, wenn ich das nicht beachte? Also zuallererst könnte sein, dass eure Schläuche nicht mehr richtig passen, dass die Ölleitungen nicht mehr richtig passen. Es kann aber auch sein, dass die so wie hier eine gewisse Dehnbarkeit haben und dass man das gar nicht so unbedingt feststellt. Aber oft reichen wenige Grad Unterschied. Und ihr habt jetzt hier einen sauberen Ölfluss von oben. Ich mach mal kurz so, von oben nach unten. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt mache ich mal nur ein bisschen so. Das reicht schon aus. Meine eigene Erfahrung mit einem KKK27-Lader. Dieser kleine Winkelunterschied hat ausgereicht, dass aus dem Verdichtergehäuse bei mir Öl gelaufen ist, weil der Winkel so war, dass das Öl nicht einwandfrei komplett ablaufen konnte in die Ölwanne. Musste ich dann meinen Lader neu ausrichten. Das ist eben auch eine Ursache, die passieren kann, auch bei Performance-Lader, wenn man die neu kauft und es nicht beachtet, dass die dann eben ölen. Und nochmal zusätzlich aus eigener Erfahrung ein ganz, ganz, ganz fieses Problem. Ich habe mit 2 Kollegen unseren Jahreslader wieder eingebaut und alles super angeschmissen. Und wir haben festgestellt nach 5 Minuten, dass der irgendwie ölt. So, dann haben wir den Lader überprüft. Lader war einwandfrei, Abgasanlage überprüft, hier und da. Und dann kam der Kollege aus dem Turboservice und deshalb heißen die Kollegen auch Turboservice, weil die haben dementsprechend auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und der ist dann mit einem Magneten umgegangen und mit einer Lampe und hat festgestellt, dass in der Ölrücklaufleitung, ja, kein Scheiß, kann passieren, wir sind, oder ich bin auch nicht perfekt, sagen wir es besser so, dass eine Schraube in den Ölrücklauf reingefallen ist und sich dort verfangen hat. Also man konnte den Ölrücklauf so schütteln, man hat nichts gehört, die war richtig fest. Wir wissen bis heute nicht, wo die herkam, keine Ahnung. Fakt ist, dadurch hatten wir ein Öl in den Lader. Und dementsprechend, ganz wichtig, überprüft euren Ölrücklauf. Wir haben schon Stories gehabt von Werkstätten, dass als Vorsichtsmaßnahme, als der Turbolader dann abgenommen wurde, ein Lappen in die Ölrücklaufleitung gelegt wurde oder in den Ölrücklaufanschluss. Vorher wurde natürlich das Öl abgelassen. Und dieser Lappen wurde vergessen wegzunehmen. Und dann hat die Kundin die Werkstatt angerufen und gesagt, mein Laderöl, bla bla bla, die Werkstatt, ah, wir wissen nicht. Dann haben wir die Werkstatt gesagt, schraubt den Ölrücklauf ab, guckt bitte nochmal, ob da alles frei ist. Und tatsächlich, da hatte dann der Mechaniker den Lappen vergessen. Also, wie gesagt, Fehler passieren. Das Gute ist, bei sowas geht nicht was kaputt, sondern ist einfach nur, muss natürlich ein bisschen sauber gemacht werden und so. Aber wichtig ist eben, dass man immer beim Einbau darauf achtet, dass man die Ursache des Ölens, wenn es nicht Lagerverschleiß war, findet. Denn ansonsten werdet ihr weiterhin einen ölenden Turbolader haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick bringen in das Thema ja, Ölfindung oder beziehungsweise ölende Turbolader. Warum, wieso, weshalb? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und vor allen Dingen, wenn ihr uns nicht abonniert habt, dann aktiviert den Abo-Button und die Glocke, damit ihr immer über unsere neuesten Videos, zum Beispiel wie das heutige, rechtzeitig informiert werdet. Bis zum nächsten Video. Ciao.
Boom, boom.